Howdy ho, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crysis 3 Multiplayer und wir spielen Hunter auf der Karte, muss ich gleich mal nachgucken. Hell's Kitchen, genau, also die Küche der Hölle. Und ja, Hunter habe ich mittlerweile ein bisschen länger gespielt, also ich muss sagen, das Spiel hat doch eine ziemlich hohe Anforderung, also man muss ziemlich lange sich einspielen, bis man endlich mal was reißen kann. Aber dann macht's auch richtig viel Spaß. Also es ist nicht einfach am Anfang. Das so, am Anfang kriegt man sowas von auf die Fresse. Ich habe das selten bei einem Spiel so erlebt, dass man so übelst auf die Fresse kriegt von Anfang an. Aber jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich gut geworden bin, aber irgendwie kriege ich's doch ab und zu mal besser hin als am Anfang, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Am Anfang war das ja wirklich eine Katastrophe. Ein Kill, zwei Kills und das war's dann auch. Jo, und ich verschanze mich hier. Die beste Taktik, Entschuldigung, bei einem Hunter-Mode ist auch, sich einfach irgendwo zu verkämpfen und zu hoffen, dass die Hunter nicht vorbeikommen. Und falls einer doch kommt, dann den halt abknallen. Das ist so die einzige Möglichkeit. So, genau das meine ich damit. Also warten, bis er kommt und dann BAM kaputt machen. Und das ist dann auch so ziemlich die beste Taktik, die es gibt. Als Hunter hingegen, ja, also versuchen ganz am Anfang ziemlich schnell ein paar von den Cells zu eliminieren, dass man ein paar Gegner, also ein paar Gegner eliminiert hat und zusätzlich noch ein paar Kumpels hat, also ein paar Leute, die einen unterstützen im Kampf. Jo, das ist, sind so die beiden Taktiken, die man anwenden kann, je nachdem, welche Fraktion man von Anfang an ist. So. Das ist die erste Runde vorbei. Ich habe das schon in der einen Folge gesagt, als wir dieses Spielmodus in der Beta gespielt haben. Und zwar, es gibt 5 Runden, je 2 Minuten. Und ja, man startet entweder als Hunter oder eben als Cell Operative. Und es sind immer 2 Hunter und halt der Rest der Spieler, die auf dem Server sind, sind dann halt Cell Operatives. Und auf dieser Karte gibt es ein paar Spots, wo man sich richtig gut verstecken kann. Als Hunter beispielsweise ist es gut, wenn man da drüben ins Gebäude geht. Von da aus kann man nämlich schön hier rein mit schießen mit dem Bogen. Und jo, das sind so ein paar die Kniffe. Man muss ein bisschen auch die Karten des Kartenlayouts auch ein bisschen lernen und so, damit man auch eine reale Chance hat gegen die Hunters, weil die sind halt ja sowas von übermächtig. Also wenn da einer ankommt, dann... Also alleine als Cell Operative hat man echt Mühe gegen einen Hunter, wenn der gut ist. Als Gruppe ist es viel einfacher. Also wenn wir jetzt hier zusammen rumhängen, dann ist es viel besser, als wenn wir jetzt alleine versuchen, hier irgendwas zu tun. So, aber die Hunter scheinen jetzt nicht... Ihr seht da oben in der rechten oberen Ecke, seht ihr die... diese roten Punkte und diese weißen Punkte. Die weißen Punkte sind immer diejenigen, die Anzahl der Spieler, die im eigenen Team sind. Also jetzt beispielsweise bei mir die Cell Operatives. Und die Hunter haben bislang nur 2 eliminiert. Und das ist, ja, das ist ein bisschen nach über 1,5, also fast 1,5 Minuten ist es schon ein bisschen wenig, muss man sagen. Die müssten eigentlich von Anfang an irgendwie 3... Wenn man in den ersten 10, 20 Sekunden 3 Gegner eliminiert, beziehungsweise 3 Cell Operatives ins eigene Team schaffen kann, dann hat man eine gute Chance, die ganze Truppe zu eliminieren. Aber sonst wird es extrem schwer. Also 16 Sekunden, die haben keine Chance. Nicht ansatzweise. Was ich auch noch habe, sind diese EMP-Granaten. Das heißt, wenn ein Hunter kommt und ich die in seine Richtung schmeiße, dann sehe ich ihn. Also dann funktioniert sein Nanosuit nicht mehr korrekt. Jo, und ich habe schon wieder eine Runde überstanden. Ohne irgendwas zu tun, ihr habt es gemerkt. Also wenn man sich nicht allzu blöd anstellt, kann man eigentlich ziemlich schnell die Runde überstehen und auch Punkte sammeln. Das ist ein Spiel, in dem man ziemlich schnell Punkte machen kann. So, jetzt bin ich selber Hunter. Das heißt, ich muss versuchen, so schnell wie möglich ein paar Gegner zu eliminieren. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. So. Dann gehen wir gleich hier durch und nach oben. In der Hoffnung, dass die... Was? Hallo, ich habe den doch getroffen. Na gut. Ja, der Sniper ist halt ein bisschen
Der hat halt einen großen Vorteil, dass er mit seinem, wie sagt man? Ach, ich hasse diese Vorsprünge. Fick dich doch so, jetzt gehe ich halt gerade andersrum. Dass er mit seinem Snipergewehr einen Wärmesensor drauf hat, das heißt. Keine Chance. Wenn du Close Combat gegen einen Cell Operative machst, dann hast du wirklich extrem wenig Chancen. Ich hätte den jetzt. So, ich mach's mal anders. Ich gehe auf die andere Seite und versuche von hier rein zu snipern, sozusagen. So. 60 seconds to go. Ja, ich sehe die nicht wirklich. Die werden ja da drüben im anderen Gebäude. Den haben wir erwischt. Und gucken wir mal. Ich sehe die halt ziemlich schlecht auf der anderen Seite von hier aus. Aber es gab irgendwo einen Spot, ich weiß jetzt nicht mehr, wo der war, wo man richtig fett reinsnipern konnte ins andere Gebäude. 30 seconds remaining. Vielleicht You oben. must eliminate them. Von dem Gebäude aus. Weil die hängen dann immer da drüben im Gebäude. So, mal gucken hier nach oben. Die verstecken sich dann immer so in den Ecken mit ihren Schilden. Und dann wird's geil. So, wir haben ein paar haben wir eliminiert, aber fehlen halt noch fünf. Hätten wir ja jetzt noch eliminieren müssen. Schade. Und das führt dann auch dazu, dass ich ziemlich zurückfalle in der Punkteliste, in der Rangliste. So. Nächste Runde. Runde 4 schon. Wir haben schon 4 Runden gespielt. Das ist auch ziemlich krass. Das geht extrem schnell. Diese 2 Minuten gehen so schnell vorbei. Außer man hört dieses Ding, Ding, dann hat man ein Problem. Dann ist es nicht so schnell. Das ist extrem. Das erinnert mich so ein bisschen auch an, Alien vs. Predator oder grundsätzlich jedes Alien-Spiel, wo man diesen Scanner hat, wo das so assi klingt, wenn ein Alien in der Nähe ist. Die können sich ja auch unsichtbar, also die Predators können sich ja unsichtbar machen. Und die Aliens können halt irgendwo an den Decken rumkrabbeln und so ein Scheiß. Und das ist dann extrem uncool, wenn man nur den Lärm hört und nicht weiß, wo das Vieh ist. Das ist hier genauso. Also hier hat man auch diesen Sensor, der halt einen Lärm macht, wenn ein Gegner in der Nähe ist. Aber da muss man auch zuerst finden, den Bild. Also. So. Gut. Eigentlich müsste ich mich nicht so exponieren, das ist eigentlich blöd. Weil von irgendwo auf der Map kann nicht einer mit dem Bogen einfach so eliminieren. Das müsste kein Ding sein. So. Worauf schießen die denn alle? Auf gar nichts. Ja, hier ist er. Irgendwo ist er. So, haben wir ihn erwischt, den Sack. Mit dem Nahkampfangriff. Bäm. In die Fresse rein. Der Nahkampfangriff ist auch extrem nützlich in normalen Multiplayer-Partien. Ich habe beispielsweise extrem Mühe mit der Waffe einfach so eben abzuknallen. Das ist ja nicht wie bei Counter-Strike oder so, wo man halt, wenn man trifft, dann ist er halt down. Hier mit den ganzen Perks oder den ganzen Sachen, die man halt hat, mit dem Nano-Suit, ist es halt ein bisschen schwieriger, die down zu kriegen. Das heißt, man muss teilweise wirklich fast ein ganzes Magazin auf die loslassen, damit man überhaupt eine Chance hat, den zu töten. Was dazu führt, dass man eigentlich irgendwie sich eine andere Taktik überlegen muss. Also ich mache das beispielsweise so, dass ich also ein Sturmgewehr habe und dann halt mit dem Sturmgewehr erst auf den losschieße und versuche so schnell wie möglich an ihn ranzukommen, um ihn dann mit einer Nahkampfattacke aus den Schuhen zu hauen. Das ist so meine Taktik, aber ja, ihr müsst nicht das nicht für bare Münze nehmen. Das ist halt das Einzige, was ich so halbwegs hinkriege. Von daher mache ich das halt auch. Ich muss ja auch hier reinkommen gleich. Ja. Ja, sowieso, wenn wir zusammen rumstehen, haben wir echt einen schwereren Stand hier, uns zu erwischen.
Los, komm. Und ihr seht schon, ich kriege ja Punkte für jedes Moment, wo ich also. So, den haben wir erwischt. Okay, jetzt seht ihr, jetzt ist er vor der Tür reingekommen und hat mich voll weggebratzt, ohne dass ich überhaupt gemerkt hätte, dass jemand in mir war. Ich habe ihn ja nur gehört, aber ich. Die sieht man echt ziemlich schlecht, die haben blöden Nanosuit. So. 45. Aber ich habe ihn erwischt. Das muss man mir lassen. Er hat mich zwar auch erwischt, aber ich habe ihn gewonnen. Das ist die Hauptsache. So, da oben sind die meisten. Das war jetzt ein. So ein Hologramm, das können die auch machen. So, jetzt mache ich es anders. Ich glaube nämlich, ich weiß, wo er ist. Ich weiß, dass du da drin bist. Na gut, Runde vorbei, schade. Und Runde 5 von 5 vorbei, ja, ich bin Vierter, es ist nicht umwerfend, ich bin meistens Vierter, das heißt, ich krieg keine Punkte, also nicht viel Punkte, aber naja, ich fand die Runde jetzt nicht so schlecht und ich hoffe, euch hat's gefallen, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein, tschüss!